Muss ich jetzt in Photovoltaikanlagen investieren? Und zwar unbedingt. Die Frage möchte ich ganz schnell beantwortet bekommen von Martin Richter. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo. Wir gehen in die letzte Folge einer Staffel Tax and the City. Wir sprechen da mit Martin Richter, dem Steuerberater für Immobilieninvestoren in Deutschland. Wir arbeiten seit Jahren zusammen. Es ist immer eine große Freude. Es war auch eine große Freude, mit dir diese Staffel Tax and the City aufzunehmen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, weil also es gibt kein Thema, was in den letzten Wochen und Monaten häufiger, also kein fachliches Thema, an mich herangetragen wurde und ich überall höre, Thema Photovoltaikanlagen. Das scheint inflationären Interesse zu gewinnen. Und deshalb wollen wir die Frage mal auseinandernehmen. Warum? Warum? Und genau, muss ich darin jetzt investieren? Also wenn ihr so fragt, kann ich nur erschrocken zurückfragen, habt ihr noch nicht Photovoltaik investiert? Also tatsächlich, also ist die Antwort ja. Tatsächlich noch nicht. Ja, ja. Wir sind gerade dabei, es an einem Objekt das erste Mal zu machen. Wir wollen es auch dann wieder irgendwie, ja. Das ist irgendwie, also wir wollen es am liebsten so machen, dass wir es dann auch wirklich selbst auch aufs Dach schnallen und vielleicht sogar Strukturen schaffen, die das bisschen at scale dann erledigen können für unsere Objekte. Aber jetzt fangen wir mal vorne an. Ja, also als Steuerberater ist natürlich das Photovoltaik-Thema für mich extrem brisant, weil das in meiner persönlichen Steuerstrategie, die ich für mich ja auch mache, immer so 2, 3, 4, 5 Jahre im Voraus, spielt das eine ganz, ganz wesentliche Rolle, ne, als Steuersparmodell. Ja. Jetzt kann man aber erstmal auf den betriebswirtschaftlichen Business Case gehen. Ne? Der Strom ist so teuer geworden, dass man mit einer Photovoltaikanlage definitiv gutes Geld verdienen kann. Und ja, es ist natürlich ein Riesenrisiko, dass man das Problem hat, dass die Sonne bald nicht mehr scheint. Aber wenn man das gelöst hat, ja, dann ist es relativ sicher, dass man dann damit Einnahmen erzielt. Also Photovoltaik erstmal, wir reden also von Solarzellen, ja. Von Panels, die man entweder sich selbst irgendwo aufs Dach schnallt bei Immobilien, die man selbst ja. besitzt und betreibt, die Energie, die man daraus gewinnt, also den Strom ins Netz speist und dadurch Einnahmen generiert, weil man sie ins Netz gibt ja. oder seinen Mietern zur Verfügung stellt. Das würde Mieterstrom ja. heißen, das Modell. Ne? Genau. Alternativ kann man aber auch in Photovoltaik, so wollen wir es ein bisschen strukturieren jetzt, würde ich sagen, kann man auch investieren, indem man einfach Anteile an einer quasi großen Landschaft, bebaute Anlagen am Rande einer Autobahn irgendwie zentral investiert. Genau, lass uns ja. da mal, jetzt fangen wir mal ein Modell an. Ich speise das ins Netz zurück. Kannst du das ja. grob herleiten, was dann passiert? Ja. Dann, also geht es jetzt um den Business Case? Ja, oder? Business Case, ja. Dann hast du wahrscheinlich 8 Cent Einspeisevergütung für die Kilowattstunde und da wirst du wahrscheinlich eine schwarze Null erzielen, ne? So vom Überschuss her. Mit welchen Kosten dich gegenrechnen? Du setzt eine Abschreibung dagegen, und also steuerlich eine Abschreibung und Zinsen, wenn du es bankfinanziert hast, und auf Cashflow-Ebene setzt du die Bank gerade dagegen. Oh, wie lang schreibe ich so eine Solaranlage ab? Auf 20 Jahre. Und die hält auch 20 Jahre? Also in der Regel halten die sogar länger. Ne? Okay. Also man kann, also so wie die heute gebaut waren, kannst du damit rechnen, dass die auch nach 20 Jahren noch Strom generieren. Okay. Okay, aber du hast jetzt gerade zwei Ebenen getrennt, die Cashflow-Ebene und ja. die Abschreibung ist ja immer die Ebene dann steuerlich. Ne? Mhm. Und die schwarze Null war bezogen auf die steuerliche Ebene. Ja, aber auch auf den Cashflow. Ne? Dadurch, dass du auf 20 Jahre die Abschreibung machst, wird sich die in etwa wahrscheinlich mit deiner Tilgung decken. Du hast ja nicht so eine langgezogene Abschreibung wie bei einer Immobilie. Okay, ja. Deckt sich mit der Tilgung. Und okay. damit ist Cashflow ja. und steuerlicher Überschuss wahrscheinlich in etwa dasselbe. Genau. Haben wir schon zigfach erwähnt, was immer ganz wichtig ist zu verstehen. Ne? Bei Immobilieninvestments ist Tilgung etwas, was die Steuer nicht berücksichtigt, weil das ist ja mein ja. Vermögenssorg, das kann ich nicht gegenrechnen. Dafür kann ich aber die Abschreibung entsprechend gegenrechnen, die ist aber nicht tatsächlich Cashflow. Und deswegen sagst du jetzt, wenn das beide gleich hoch ist, dann ist tatsächlich die steuerliche und die echte Cashflow-Betrachtung gleich. Aber jetzt genau. musst du ja schon an der Stelle einmal, also warum macht es dann Sinn? Also, weil ich habe ja anders als bei einer Immobilie, nach 20 Jahren dann kein Wirtschaftsgut mehr, das für immer und ewig quasi Mieteinnahmen produziert, respektive ja. für immer und ewig Strom, weil irgendwann ist diese Anlage ja wirklich dann fertig. Mhm. Ne?
Und da muss ich die nächste hinstellen und spiele das Spiel von vorne. Also ich habe einfach nur eine schwarze Null produziert. Die ist fertig, weil sie so... Aber sie, irgendwann ist sie halt mal kaputt oder produziert nicht mehr viel Strom. Ist das so? Also die nehmen einfach ab, die eine Leistungsfähigkeit? Das ist nicht so tragisch. Also es gibt Studien über Photovoltaikanlagen, die laufen seit 40 Jahren. Ne? Ja. Ich kann mich aber... Also ich habe mich damit beschäftigt, weil ich im kleinen Rahmen bisher investiert bin, noch demnächst größer im Rahmen meiner Steuerstrategie dann noch was machen will. Da kann man dann noch drauf zu sprechen. Aber was, du, was daran... Entschuldigung, das will ich ganz kurz sagen, wir machen diese Folge nicht, weil du ausgewiesener Photovoltaik... Nein, das wir auch nicht, wir wollen jetzt gleich... Nicht, wir sowieso gar nicht, aber wir wollen das so ein bisschen als Bonusfolge machen, weil du findest jetzt steuerlich interessant und was steuerlich passiert, das logischerweise weißt du genau. Aber das müssen wir uns jetzt mal angucken, also warum machst du es? Ich wollte noch ganz kurz auf deine Frage von dem Business Case eingehen. Das macht natürlich dann Sinn, wenn ich nicht die 18 Einspeisevergütung bekomme, sondern wenn ich es als Mieterstromanlage mache. Die Mieter, die müssten ja am Markt, weiß ich nicht, 30 Cent bezahlen, ne? Dann kannst du dir einen günstigen Preis machen, zum Beispiel 22 Cent, dann machst du ein gutes Geschäft und der Mieter spart auch noch Geld. Also kannst du dann auch wieder die Attraktivität deiner Wohnung durch geringe Nebenkosten erhöhen. Oder wir hatten jetzt mal kurz den Fall, ab einer gewissen Anlagengröße bist du verpflichtet, den Strom auf einem öffentlichen Markt zu verkaufen. Das ist in der Regel die Strombörse in Leipzig und dort wurde vor kurzem der Strom mit über 30 Cent gehandelt. So, und jetzt kaufst du eine Anlage, die 8 Cent 0 genau, auf 0 wäre. Die kalkulierst du mit 8 Cent, wo dann gerade zu 0 und kriegst auf einmal 30 Cent für den Strom. Okay, das ist logischerweise extrem rentabel, aber kein. Okay, logischerweise machen wir jetzt auch kein technisches Video oder ein Video, wo wir genaue Business Cases von 10 verschiedenen Varianten miteinander verglichen haben. Machen wir sicher auch nochmal, aber nicht jetzt in dieser Konstellation. Aber nicht in dieser Konstellation, wir reden jetzt gleich über den steuerlichen Aspekt. Wichtig ist eben nochmal die Unterscheidung. Ich kann das auch als Mieterstrom, kann das dann sehr rentabel sein, ne? Ja. Weil die Mieter eben einen viel höheren Preis erstmal bezahlen dafür. Dann kann ich den Mietern das günstiger zur Verfügung stellen. Ja, dann trete ich meinen Mietern gegenüber quasi als Stromanbieter auf. Die kaufen ihren Strom bei mir. Ich lege mich vielleicht ein bisschen unter das, was sie am freien Markt bezahlen würden. Ich kriege mehr als die 8 Cent. Die zahlen weniger, als sie sonst bezahlen würden. Und dann haben da alle was davon. Das kann eine typische Win-Win-Situation sein. Und solche Großanlagen, die verkaufen den Strom auch deutlich teurer. Ja. Zum Beispiel, du hast gesagt, Börse in Leipzig verkaufen die das? Ich glaube, über 100, also Anlagen über 100 Kilowatt Peak, die müssen an der Strombörse verkaufen und bekommen dann entsprechend das täglich variierende Strompreise. Die können sehr viel höher sein. Aktuell sind sie auch bei über 30 Cent. Okay, war also, natürlich eine Riesendifferenz. Ja. So. Also da ist irgendwie jetzt mal Photovoltaik-Businessmodell hin und her an sich. Was passiert steuerlich? Ja, steuerlich, wir hatten es in der vorletzten Folge oder in der früheren Folge schon besprochen. Erstmal haben wir auf Photovoltaikanlagen, weil die zum Betriebsvermögen gehören, ein extremes erbschaftssteuerliches Privileg. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Wir haben ja gesagt, begünstigtes Vermögen. Ich kann ein Multimillionen-Photovoltaikvermögen wahrscheinlich ohne eine Erbschaftssteuerbelastung an meine Nachkommen übergeben. Mhm. Das ist ein ganz toller Aspekt und ich empfehle das auch Immobilieninvestoren, vielleicht auch, wenn man die Diversifikation nachdenkt, vielleicht auch unter dieser steuerlichen Diversifikation nicht zum Immobilienvermögen, was ja nicht begünstigt ist, noch unbegünstigtes Aktienvermögen und Barvermögen und Gold drauf zu packen, sondern vielleicht auch mal begünstigtes Betriebsvermögen. So, das ist das Thema Erbschaftssteuer. Man begünstigt, warum eigentlich begünstigt man das? Weil man es einfach, klar, Solar ist wichtig und deshalb... Nee, nicht, weil Solar wichtig ist, sondern das liegt an der Einkunftsart, die man damit erzielt, nämlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Und der Gesetzgeber hat ja in der Erbschaftssteuer schon das Ansinnen, dass Betriebe nicht zerschlagen werden müssen, nur weil sie sehr wertvoll sind und vererbt werden. Und diesen Vorteil machen wir uns zunutze, wenn wir Photovoltaikanlagen vererben, dass wir begünstigtes betriebliches Vermögen kreieren. Okay, das ist Erbschaftssteuer. Gibt es weitere Steuervorteile? Ja, bei der Einkommenssteuer gibt es einen ganz brutalen Vorteil auf den Punkt. Und der nennt sich Investitionsabzugsbetrag. Das ist jetzt, glaube ich, des Pudels Kern, ne? Warum man das macht, trotz nur einer schwarzen Null. Also, wenn man mit Immobiliensteuern sparen will, muss man ja sagen, okay, ich kann bei Immobiliensteuern viel richtig machen, aber ich habe ganz selten die Möglichkeit, im Zeitpunkt des Kaufes oder, wie bei Photovoltaikanlagen, wenn ich nur drüber nachdenke zu kaufen, schon Steuern zu sparen. Und bei Photovoltaikanlagen ist es so, dass ich heute die Idee haben kann, dass ich in den nächsten 3 Jahren eine Anlage kaufe. Lass uns mal sagen, ich habe diese Idee. Ja. Dass jetzt nicht ganz unrealistisch ist, dass ich in den nächsten 3 Jahren eine Anlage kaufe. Ja. Und dann könntest du sagen,
okay, die Anlage wird mich 400.000 Euro kosten, ja. Dann kann ich die Hälfte schon heute als Werbungskosten als oder als Betriebsausgaben als negativen Betrag steuerlich geltend machen. In meiner privaten Steuererklärung, wenn ich das Ganze privat kaufen will, was ich sinnigerweise tue, weil ich möchte ja Geld aus meiner Struktur, aus der Holding, aus der GmbH nach privat ausschütten, ne? Dann habe ich minus 200.000 Euro Einkünfte privat, kann was auch immer, 200.000, 300.000 Euro, wie viel auch immer ich haben will, damit ich dann irgendwann im Grenzsteuersatz auf was weiß ich was, 25-30% oder so bin, kann ich dann ausschütten. Es geht ja nicht nur um die Ausschüttung für Leute, die eine betriebliche Struktur haben. Ne? Nehmen wir an, du hast gerade eine hohe Abfindung gekriegt, weil Marco ein Management-Squeeze-out gemacht hat. Das ist frech, finde ich. Ja, und jetzt hast du ein paar Millionen Abfindungen und sagst, okay, wie kriege ich diese Progressionsspitze? Einmalig. Wie kriege ich die weg? Weil wenn das Jahr vorbei ist und ich habe in dem Jahr nichts getan, zahle ich brutal hohe Steuern. Genau. Also für jeden, der einen hohen Einmalbetrag erwartet, für jeden, der generell irgendwo mal Geld aus irgendeiner Struktur rausziehen möchte. Genau, und wie ist es mit laufend? Also wenn ich einfach ein sehr schönes, hohes Gehalt habe als Angestellter? Auch da. Also, da muss ich dann ständig planen, eine Anlage zu kaufen. Ja, und das ist nicht unendlich skalierbar für den Moment. Ja. Wenn ich einmalig privat eine Immobilie verkaufe und eine Wertsteigerung realisiere, zum Beispiel, die ich noch innerhalb von 10 Jahren verkaufe. Ich habe eine tolle Möglichkeit. Das Ding ist aber erst seit 8 Jahren bei mir im Bestand. Ich mache 200.000 Euro Gewinn. Könnte ich das auch nutzen? Richtig. Okay. Also das geht. Es können auch beide Ehegatten nutzen. Also jetzt in Höhe der Hälfte des geplanten Investitionsvolumens. Das geplante Investitionsvolumen, das lege ich halt heute auf den Zettel fest. Ich sage, ich werde mal 400.000 Euro investieren. Ja. Genau, also es ist aber pro Betrieb ist dieser Abzugsbetrag, also dieser hälftische Betrag auf 200.000 gedeckelt. Also auch wenn du jetzt für 1 Million Anlagen kaufst, könntest du trotzdem nur 200.000 machen. Okay, ich möchte 400 machen in dem Betrieb Stefan Leubel Stromproduktionsgesellschaft 1. Ich kann ja dann immer noch eine Stromproduktionsgesellschaft 2 planen, oder nicht? Nein, das Finanzamt zieht gleiche Betriebe immer als ein Unternehmen zusammen. Gleiche Art, gleiche Eigentümer. Ja. Okay, gut. Also ich kann das einmal machen. 200.000 Euro negativ dieses Jahr. Innerhalb der nächsten 3 Jahre muss ich für 400.000 Euro eine Solaranlage bauen. Ja. Lass sagen, nächstes Jahr mache ich das. Das Geld leihe ich mir von der Bank. Und jetzt habe ich die Hälfte davon, habe ich ja jetzt schon von der Steuer abgezogen. Wie spielt das jetzt mit der Abschreibung zusammen? Oder mit der weiteren steuerlichen Behandlung? Mhm. In dem Jahr, wo du es anschaffst, wird dein Abzugsbetrag also steuerlich sofort gegen die Anschaffungskosten gerechnet. Das heißt, sie halbiert, halbiert quasi den Buchwert. Genau. Das heißt, ich habe quasi, ich hole immer die Hälfte der Abschreibung statt über 20 Jahre, mache ich sofort. Ja. Und dann kriegst du die andere Hälfte über die 20 Jahre verteilt. Und wenn ich das jetzt getan habe, ich habe das jetzt gekauft, dann, ich kann das in Summe einfach nur ein einziges Mal benutzen oder kann ich es 3 Jahre später wiederholen? Oder also? Ja. Also dein Betrieb hat gewisse Gewinngrenzen, ne? Aber sofern dein Photovoltaikbetrieb nicht über 200.000 Euro Gewinn abwirft, kannst du immer noch einen neuen Betrag ziehen. Aber ich muss immer erst den einen gebaut haben, bevor ich es nochmal wiederholen kann. Genau. Das heißt, ich könnte theoretisch hingehen, wenn ich jetzt sage, ich möchte das meine Bonität irgendwo da nutzen im größeren Stile, wenn ich irgendwie erfolgreicher Unternehmer oder sowas bin, dann könnte ich tatsächlich das jedes zweite Jahr ein paar Jahre lang machen und jeweils im Folgejahr dann entsprechend diesen Parkour. Genau. Das macht natürlich etwas mehr Sinn. Du ziehst ja schon Ausgaben vor, die dir dann am Ende fehlen als Abschreibung. Ja. Ne? Im Rahmen Steuerplanung macht das natürlich dann Sinn. Du ziehst den Abzugsbetrag in einem Bereich, wo du einen Spitzensteuersatz hast. Mhm. Und die negativen Folgewirkungen, die fehlende Abschreibung, hast du in einem Zeitraum, wo du weißt, da ist meine Steuerbelastung, mein Einkommen nicht so groß. Ne? Mhm. Also viele machen das, wenn die ein Unternehmen verkaufen und dann in Ruhestand gehen oder eine Abfindung bekommen und dann eher sich mit anderen Themen beschäftigen. Ne? Mhm. Oder man hat halt viel Denkmalabschreibung, die man die nächsten Jahre gegenrechnen kann. Mhm. Oder man hat einmalig den Bedarf, Liquidität aus irgendeiner Struktur in einer gewissen Größenordnung nach privat zu bewegen, weil man privat ein Eigenheim kaufen oder irgendwelche Dinge tun möchte. Und danach hat man auch wieder einen ganz normalen, regelmäßigen Liquiditätsbedarf, wo das nicht mehr erforderlich ist. Genau. Das ist ganz normal in einer Gesellschaft, die ich unter meine Holding hänge. Was? Die Photovoltaik. Nee, die musst du privat machen. Achso, die muss ich privat machen. Sonst kannst du den Abzugsbetrag nicht abziehen, privat. Kann ich es als GbR machen? Ja. Also wir können es zusammen machen? Genau. Also ihr könntet auch... Wir fühlen uns ja immer nicht wohl, aber alleine. Ja, genau. Aber also in der Situation könnt ihr sogar ein Stück weit skalieren, ne? Ja. Du kannst eine Anlage machen, Marco kann eine Anlage machen. Ihr könnt einen noch als GbR machen.
Mhm. Zusätzlich. Jeweils eure Frauen können noch eine Anlage machen. Du könntest mit Markus Frau dann noch eine GbR machen, wo du 99 und sie 1% beteiligt ist, damit du dort den Fall abzugst. Er kann das mit deiner Frau machen. Mhm. Also jetzt, die Skalierbarkeit liegt hier ein Stück weit an der Anzahl der GbRs, weil immer wenn eine neue Person mit dazu kommt, ist ein eigenständiges Unternehmen. Okay. Das ist geil. Das ist geil. Also, da einen neuen Briefkasten. Gut, man hat aber nachher halt die Gewinne, wo man sich da muss man sich ja drauf vorbereiten, ne? Ja, ich erzähle ja immer gerne eine Anekdote. Mein erstes Haus für 1 Million, was ich gekauft habe, da habe ich 85.000 Euro Eigenkapital gebraucht, ne? Für die Nebenkosten. Und diese 85.000 Euro, die ich einmalig, also die hat schon nur einmalig, aber die ich da in der Hand genommen habe, die haben mir bei einem 6%er für 1 Million bescheren die mir wahrscheinlich bis an den Rest meines Lebens 3,6 Millionen Mieteinnahmen, weil ich einmal dieses Geld hatte und damit mir jährliche Mieteinnahmen von 60.000 Euro gekauft. Aber nicht nur mir, auch noch der Generation nach mir und der Generation nach mir. Und das ist jetzt wieder Investor-Mindset. Klar, dir gehen irgendwann die Betriebsausgaben verloren, weil du wenig Abschreibung hast. Aber überleg mal, was du mit einmal 85.000 Euro, weil du die heute hast, was du da machen kannst, das sind mir doch auf die nächsten 20 Jahre, ist mir doch völlig egal, ob ich da etwas mehr oder weniger Abschreibung habe. Ne? Ja. Das ist so mein Ansatz, warum man darf das nicht aus dem Blick verlieren, das ist vollkommen richtig, ne? Aber warum die fehlende Abschreibung mir eigentlich egal ist. Ja, und du hast ja als Immobilieninvestor hast du ja auch ein bisschen diesen Effekt, dass am Anfang der Cashflow, wenn du jetzt ein Immobilienvermögen aufgebaut hast, am allerniedrigsten ist, weil die Rate an die Bank noch am allerhöchsten ist, weil du noch nichts getilgt hast. Ne? Und dann gibt es ja schon, also je nach Zinsentwicklung und sowas, gibt es ja schon diese Schritte, dass dann immer mehr Geld hinten raus übrig bleibt. Also als Immobilieninvestor hast eigentlich sowieso nie ein Cashflow-Problem. Wenn du es dann schaffst, im Hier und Jetzt Liquidität steueroptimiert ins Privat zu holen, das ist echt krass, was das Problem ist. Ich meine, also klar, es wäre schon noch nett, wenn das in Summe rentabel ist. Da muss man das Thema, glaube ich, gut. Das sieht jetzt aber auch nicht aus, als ob Strom jetzt gravierend günstiger wird. Genau, aber daran muss man natürlich glauben, dass man dann da, wenn man keine Abschreibung mehr gegenrechnen kann, gegenüber der Bankrate trotzdem noch gut rauskommt in den Jahren, ne? Ja, aber trotzdem hast du am Ende unterm Strich, das Mindeste, was du getan hast, ist einfach Liquidität ins Hier und Jetzt holen, ne? Aus der Zukunft. Also und du hast also immer, hast du eigentlich einen Barwertvorteil bei der ganzen Aktion, mindestens. Genau. Ne? Und das ist, warum ist das so begünstigt? Weil man tatsächlich möchte, dass investiert wird jetzt. Genau, in dem Fall. Das ist eine Investitionshilfe, dass du Liquidität schaffst, 3 Jahre vorher und dann die Liquidität hast, um zu investieren. Und muss ich das in einem Block machen, genau 200.000 Euro auf einen Schlag in einem Jahr? Du kannst es über die 3 Jahre aufbauen. Beliebig. 50, 70, wie 80 hast du 200 in Summe dann. Genau. Wie ich möchte. Und was ist, wenn ich keine ausreichend großen eigenen Dächer habe? Also jetzt ein bisschen wieder in die richtige Immobilie. Ne? Wie machst du es? Also wo hole ich jetzt für 400.000 Euro den Platz für eine PV-Anlage her? Ich will das ja auch nicht selber bauen tendenziell. Also ich habe einen Geschäftspartner. Ich hatte immer das Problem, dass man dann zu mir kommt und sagt, ich will mit Immobilien Geld sparen. Ne? Und sagt, mit Immobilien kannst du nicht im Hier und Heute Geld sparen. Das kannst du langfristig steuergünstig eintakten und dann wird alles prima. Und habe ich zum Glück jemanden kennengelernt, der vertreibt solche Anlagen, aber nicht jetzt, dass du selber eine Anlage baust. Der hat also Zugang zu diesen Bauträgern, wenn ihr an der Autobahn diese Flächen seht oder auf großen Dächern. Dort kannst du dich, und das ist auch die schöne Flexibilität, die wir haben, in allen, ich sage immer, Formen und Farben einkaufen. Also du kannst genau die so viele Module, dass du auf deine 200 oder 300 oder 400.000 Invest kommst, natürlich verdient dort jemand mit Geld. Muss man durchrechnen, aber das ist quasi die Vertriebsimmobilie als Solaranlage. Genau, so. Genau. aber konnte ich und bin ich auch sehr dankbar, weil geht es in erster Linie darum, meinen Mandanten Mehrwert zu bieten. Und wenn ich da jemanden habe, wo ich die Mandanten hinschicken kann, bin ich sehr, sehr glücklich, dass die halt die Steuer auf ihre Abfindung oder so dann einfach sparen. Wir machen ein Steuerwebinar mit dir in naher Zukunft, wo du nochmal strukturiert durch alle möglichen Steuerthemen durchführst für private Immobilieninvestoren. Und das Thema nehmen wir noch kurz auf, auch in das Webinar. Nehmen wir das mit auf die Agenda? Ja. Okay, genau. Ich würde gerne noch sagen, ich habe noch ein kleines Rechenbeispiel vorbereitet für meine Steuerstrategie. Ne? Weiter ganz kurz, immocation.de/Steuerwebinar. Wer sich jetzt fragt, wie man da teilnehmen kann, ist kostenlos. Live. Gibt auch nur jetzt diese Termine, also am besten dann direkt anmelden. Du hast ja schon ein paar Mal gesagt, Stefan, dass man das damit strukturieren kann, wenn man eine große Ausschüttung macht. Ne? Mhm. Und wir haben immer im Kopf, dass ich auf eine Ausschüttung normalerweise 25% Steuern bezahle. Ne? Ja. Das ist die Abgeltungssteuer. Ja. Es gibt aber noch eine andere Option, die heißt Teileinkünfteverfahren. Mhm. Da muss ich den vollen Steuersatz bezahlen,
aber nur auf 60% der Ausschüttung. Mhm. Also meinen regulären progressiven Steuersatz. Und wenn ich da im Spitzensteuersatz bin und zahle auf diese 60% meine 42% Steuern, bin ich wieder bei 25%. Das bringt also nichts. Aber will ich mal auf folgendes Denkmodell mitnehmen, was auch wesentlicher Faktor meiner Steuerstrategie ist. Ne? Ich habe ja gesagt, dass ich bald durch meine Denkmalabschreibung ziemlich bei null rauskomme. Ne? Das deckt sich auch mit meiner generellen Steuerstrategie, dass ich Verlustsachen... Null ist eine gute generelle Steuerstrategie, finde ich auch. Dass ich Sachen, die Verluste bringen, mache ich privat. Alles, was Erträge bringt, mache ich in der Struktur. Ja. Ne? Ich kann also auf Knopfdruck sagen, mein Steuersatz ist jetzt null. Oder mein Einkommen ist null. Jetzt überlegen wir mal, wenn ich in dem Jahr, in dem ich ohnehin mein Einkommen schon extrem reduziert habe, noch diesen Investitionsabzugsbetrag ziehe, dann komme ich auf ein Einkommen von minus 200.000. Mhm. Wie viel Geld kann ich mir jetzt steuerfrei ausschütten? Nicht 210.000. Die Antwort kommt jetzt, kommt immer am meisten, sondern ich muss ja nur 60% meiner Ausschüttung besteuern. Und ich habe das mal ausgerechnet. Wenn ich das als Ehegatten schaffe, ne, ich könnte mir in dem Jahr, wo mein Einkommen bei minus 200.000 ist, könnte ich mir 480.000 Euro aus meiner Holding ausschütten. Davon werden nur 60% besteuert. So richtig in meiner Steuer kommen dadurch nur 288.000 Euro an. Und die ersten 200 davon werden noch von dem Verlust aufgefressen. Das heißt, wir als Ehegatten versteuern 88.000 Euro. Bei 2 Kinderfreibeträgen und noch super sonstigen Ausgaben, Krankenversicherung, Rentenversicherung, kommst du wahrscheinlich auf ein zu versteuerndes Einkommen von 70.000 Euro und da zahlst du nicht mal 14.000 Euro Steuern. Auf eine Ausschüttung von fast 500.000. Das ist ein Steuersatz von nicht mal 3%. Mhm. Ne? Mhm. Und, Sensationell. Und das kann man, du kannst natürlich jetzt nicht zu deinem Steuerberater gehen und sagen, ich würde mir morgen mal gerne 500.000 aus meiner Gesellschaft ausschütten, mach mal, dass das steuerfrei ist. Aber wenn du das richtig planst, wo ich gleich noch ein paar Worte gerne dazu sagen würde, dann, wenn du das so richtig planst, dann wird es auch funktionieren. Also ich finde, dieser Investitionsabzugsbetrag darf immer nicht die Notlösung sein, weil ich vor 2 Jahren eine viel zu hohe Abfindung bekommen habe und nicht rechtzeitig reagiert habe, sondern lass uns mal überlegen, was du für einen Gestaltungsspielraum hast, wenn du das im Voraus planst. Ich kann zum Beispiel, also nehmen wir mal an, ich weiß jetzt, dass ich in 2023 aufgrund der Denkmalabschreibung keine Steuern zahle. Da mache ich doch im Dezember 22 jetzt einen Beschluss als Geschäftsführer meiner Aktiengesellschaft und sage, ab 23 möchte ich kein Vorstandsgehalt mehr haben. Das heißt also, auf Knopfdruck habe ich ein Einkommen von null. Am 2. Januar 2023 kann ich mir diese 500.000 aus meiner Holding ausschütten. Da muss ich zwar erstmal die 25% bezahlen, die bekomme ich dann aber im Rahmen der Veranlagung zurück. Das heißt, ich habe ja trotzdem, trotz dass ich kein Gehalt mehr habe, vollen Cashflow, Privatvermögen. Ne? So, und wenn jetzt der 2. Januar 2023 ist, trage ich ja den Investitionsabzugsbetrag auch erst im Dezember, also am 31.12.23 in meine Steuererklärung für 2023. Das heißt, wenn ich das im Januar schon weiß, habe ich nicht 3 Jahre zum Investieren, sondern ich habe fast volle 4 Jahre, weil die Ende 26 muss die dann angeschafft sein. Ne? Ich hab, und das ist immer das, wo ich auch immer nur so dafür werben kann, sich steuerstrategisch einfach mal Gedanken zu machen und mal gucken, was wird die nächsten Jahre passieren und wie gestalte ich das. Und nicht, ah Mist, ich habe in 2019 eine riesen Abfindung bekommen, wie kriege ich das Geld jetzt noch wieder Anfang 22? Das ist der Unterschied, wenn es um Steuerstrategie geht, wo man sich, wenn man immer nur reagiert, nimmt man sich so viele Gestaltungsmöglichkeiten, aber wenn man agiert, ist das ein anderes Thema. Ne? Ist ja überall so. Bei allen Themen, ja, die wir besprechen, ist es ein enormer Vorteil, wenn man agiert statt reagiert. Ja. Ne? Deswegen auch, also wer agieren will, nochmal emocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es eine Menge Themen, wo es sinnvoll ist zu agieren. Also ich, für mich, ich nehme so ein bisschen mit, wir fangen uns gerade an, damit zu beschäftigen, so irgendwie, ne? Und jetzt war es sehr interessant, mal die steuerliche Betrachtung zu bekommen. Ich finde das logischerweise extrem
charmant, wie du es gesagt hast, Liquidität nach vorne zu ziehen. Und man kommt ja an den Punkt, wenn man viel in Strukturen dann eben macht, dass man irgendwann Zugriff auf dieses Geld haben will und dann ja die 25% sparen will. Und Liquidität ins Hier und Jetzt ziehen ist tatsächlich total realistischer Case für jeden Immobilieninvestor, der eben wirklich weiß, hinten raus wird es einfach immer besser mit der Zeit, ne? Und trotzdem finde ich es ganz wichtig, sich jetzt mal damit auseinanderzusetzen, möchte man Stromhändler werden, möchte man Strom verkaufen in der Sache, und da gibt es, glaube ich, einige Dinge, die man dazu verstehen müsste. Die werden wir aufarbeiten, sicherlich, in den nächsten Wochen noch. Unbedingt. Unter anderem aus purem Eigeninteresse. Genau, und jetzt kommen die wichtigste aller Fragen in der ganzen Tax in the City Staffel, weil sie wurde noch nicht gestellt, und von Leuten, die schon mehr Folgen mit uns gesehen haben, wird sie garantiert kommen. Welche Socken trägt Martin Richter? Ja, heute ist mal wieder SpongeBob Schwammkopf dran. Hätte ich gewusst, dass du fragst, hätte ich die Beine noch rasiert. Ja. Also gelbe Socken mit SpongeBob drauf. Ja. Sehr gut. Ist ein bisschen Klassiker geworden, ne? Die hast du schon gerne an. Da erinnert mich immer an mich selber. Ich saug auch Wissen am Schwamm. Sehr gut. Wirklich gespannt bin ich, was der Martin auf dem Festival anhat. Ja, richtig. Socken fürs Festival bin ich auch sehr gespannt. Ja, es ist immer mehr Teilnehmer, die mir auch Socken mitbringt, so als Geschenk. Ne? Und das hätte ich mal nie gedacht, dass es so viele Leute gibt, die mir Unterwäsche schenken. Ja. Geil. Ja. Cool. So ist das. Es hat absolut großen Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank, dass wir die Zeit auf diese Anweisung mit dir verbringen dürfen. Das ist richtig, richtig großartig. Danke, immocation.de/Steuerwebinar. Wer nicht genug kriegen kann von Martin, da freuen wir uns sehr. Vielen Dank. Ja, bis bald. Ne?